Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, da unten ist eine Brutstätte, die wir aber nicht besichtigen werden, zumindest nicht jetzt. Ich habe nämlich nachgesehen und hier in den Brutstätten, das ist Stufe 40. Wir sind Stufe 29. Wir haben uns bei der letzten Episode ein bisschen schwer getan mit übermächtigen Feinden. Das wollen wir jetzt nicht machen. Ich würde mich aber gern kurz hinsetzen und ausruhen. Na komm schon, Aloy. Platziere den Hintern auf dem Trigger. So. Jetzt aber einfach, dass wir nicht nochmal bei Dunkelheit jetzt rumtigern müssen, sondern, ja, lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Bis zum Morgen. Warum denn nicht? Boah. So soll das aussehen. Jetzt ist die Frage. Wir gehen auf jeden Fall Hauptstory jetzt machen. In Richtung Demeters Koordinaten. Ich glaube, das ist sogar ausgewählt. Ich würde, bevor wir hier hingehen, noch gern in eine Stadt gehen und mich mal auffüllen. Aber wir finden bestimmt ein Lagerfeuer, das mehr in Wegrichtung liegt, näher an Demeter dran. Und dann können wir einfach von dort aus kostenlos schnell reisen. Und heute lege ich mich nicht mit so vielen Kreaturen an. Zumindest nicht, wenn es nicht notwendig ist. Gaias Koordinaten für Demeter sind ganz in der Nähe. Ja. Hui. Ihr habt doch gesagt, hier ist noch ein Lagerfeuer. Ich sehe keins. Achso, die Heilpflanzen habe ich aufgefüllt durch mein Vorratslager. Dann nehmen die trotzdem mal mit. Dann gehen die ja an den Vorrat. So soll das sein. So, da haben wir noch ein Schaf. Ein scharfes Schaf. Wir haben hier echt kein Lagerfeuer gerade in der Nähe. Dachte generell auch, das wäre ein bisschen weiter weg. Ist es auch noch. Nee, gut. Schaf! Mit der Kreatur kann ich mich anlegen. Doch nicht mit Säure, Aloy. Das sind doch keine Tierquäler. Seid ihr feindlich? Sehen nicht feindlich aus. Interessantes Biom hier. Erinnert mich eher an so einen dichteren, schwarzwaldartige Region. Vielleicht ein bisschen an Valheim, an diesen Black Forest. Okay, die sind freundlich. Das ist doch schon mal was. Da gibt es Reittiere voraus. Das deckt man noch auf. Müsste ja auch irgendwann ein Lagerfeuer in Reichweite sein. Wäre ja zumindest mal die Annahme. Da ist eins. 100 Meter und obendrauf. Das ist wunderbar. Das bringt gar nichts. Na, bringt ein bisschen was. Also schauen wir mal, dass wir das zumindest aufdecken. Weil ansonsten haben wir hier echt noch keinen Schnellreisepunkt. So, ja, ja, Stürmer. Da ist ein Unterschlupf. Entdeckt. Ja. Unterschlupf ist natürlich noch besser. Sag nicht, dass der auch auf dem Berg ist. Doch, das sieht ganz danach aus. Aber hier ist ein Lagerfeuer. Das reicht dann aus. Ich will nicht so viel auf Berge holt. Wir müssen doch die Meter hier ausschalten, beziehungsweise dazu bringen, sich wieder mit Gaia zu vereinigen. Säuredornrücken, was man nicht alles haben. So. Ja, die Reisigzweige können wir auch noch einsammeln. Sind aber auch voll. Ja, ja, an den Vorrat damit. Einmal speichern und eine Schnellreise. Hätte ich jetzt nicht speichern müssen, ich habe es trotzdem getan. So, wo wollen wir hin? Im Bollwerk fand ich es nicht gut. Hier vielleicht nach Brennspeer, nicht Quest aktivieren. Rede mit dem Lehrmeister, muss ich im Bollwerk nicht noch Gedenkai? Nee, danke. Auch Lehrmeister, ich dachte, wir müssen noch eine Quest abgeben. Blutzeichen. Wir gehen mal nach Brennspeer. Reisen auf jeden Fall. Die hatten da ganz gutes Zeug. Und wir brauchen ja eh nur... keine Ahnung, was wir brauchen. Wir schauen mal, was sie so da haben und dann entscheiden wir. Zur Not können wir eben irgendwie was noch upgraden oder so. So langsam wäre das mal wieder angebracht. Hi, hast du neue Sachen für mich? Gardejägerbogen. Der ist aber gut. Fluchtschlitzer-Zirkulator. Wo finde ich jetzt Fluchtschlitzer? Kann ich den vergleichen mit meinem aktuellen Bogen? Ah,
Okay, ich hab den schon. Wunderbar, es funktioniert. Ja, ich sehe jetzt hier auch das Symbol. Ups. Irren ist menschlich. Ätzende Springschleuder. Könnte ich mir sogar leisten. Das wäre nicht schlecht. Ja, Stolperfallen bin ich immer noch nicht der Typ dafür. Die können wir uns kaufen und die können wir auch ausrüsten. Den Bolzenwerfer behalten wir. Häckselhandschuhe nutze ich nicht wirklich. Frostjägerbogen, der macht ja auch fast keinen Schaden. Sonnenberührter Jägerbogen. Wir tun die mal nach unten, der Scharfschützenbogen, damit bin ich auch nicht zufrieden. So, kann ich das vergleichen mit dem ausgerüsteten? Oh, der ist ja jetzt schon deutlich besser, der links. Häckselhandschuhe, ich weiß ja nicht. Plasmabolzenschießer-Vergleich. Okay. Schenkt sich nichts. Ein Seilwerfer. Könnten wir mal ausprobieren. Dann holen wir den mal. Wir brauchen ja ein bisschen Waffen. So, da wäre Feuer, aber Feuer bringt ja kaum was. Na, wir nehmen den Häckselhandschuh da weg. Der taugt eh nix. Spulen und Gewebe. Tarnschaden. Erhöht den Schaden gegen arglose und misstrauische Gegner. Scharfschussreichschaden. Ja, da brauche ich erstmal einen guten Scharfschussbogen. So, wir verkaufen jetzt erstmal Zeug hier. Zum Verkauf markieren, auf jeden Fall. Häckselhandschuh auch weg damit. Vielleicht, wenn wir einen besseren haben. So, der macht Frost und Feuer, aber mit denen bin ich auch nicht zufrieden. Wir verkaufen die mal. Ich weiß, es ist dämlich. Wenigstens hätten wir den Elementarschaden dadurch, aber. Naja. So, was verkauft man denn? Kriegerinnen? Nee, Outfits behalten wir. Einmal ein gekauftes Outfit geht man nicht zurück. Hey, die alten Skulpturen sind wertlos, außer dass ich die verkaufen kann. Und dafür sind sie legendär. So, verkaufen. Ja, so langsam werde ich wieder reich. Das ist doch schön. Spulen und Gewebe. Alles, was keine Miete zahlt, kann raus. Zumindest die Grünen. Nicht die Partei. Die finde ich eigentlich, ja, gibt bessere, gibt aber auch schlechtere. Berserker habe ich nicht. Getränkte Gegnerschaden erhöht Stoß- und Bringschaden gegen Gegner im Getränktzustand. Haben wir, glaube ich, noch nie bei einem erzeugt. Löschwasserschaden. Niederschlagsgrad verbessert die Fähigkeit Gegner mit Stoß- oder Sprengschaden. Okay. Wird sich ja lohnen. Hast du ansonsten noch Waffen für mich? Nein, wahrscheinlich nicht. Achte So. immer auf gute Pflege und Wartung. Ja. Ich pflege und warte mich die ganze Zeit. So, da haben wir noch ein. Seilwerfer sind perfekt geeignet zum Fesseln von Maschinen. Das dachte ich mir. So. Wo gibt's hier Outfits? Ich brauche eine gute Rüstung. Und ich brauche eine ordentliche Mahlzeit. Achso, du bist der Färber. Nee, danke. Diesmal überzeuge ich Ich dich von brauche meinem einen Kauf. Koch. So, was hast du? Ich bin so durstig, ich Hier würde kannst du meinen deine eigenen Waffe Schweiß wechseln. trinken. Deinen eigenen Schwanz trinken? Ja, das ist aber nicht gut. Wir Dann sehen ist der uns ja bald weg. beim Krähen. Wieso seid ihr denn hier? Es gibt doch genügend Flüsse. So. Hi, was hast du für mich? Uturu-Drescherin. Ach, das war das. Das sieht jetzt auch nicht besonders cool aus. Also, Geschmack über Geschmack lässt sich streiten. Mal sehen mit dem ausgerüsteten Vergleichen. Wir sind sehr säureempfindlich. Wir sind auch sehr frostempfindlich. Dafür kriegt man mehr Mut bei niedriger Gesundheit und machen hier haben mehr Widerstand gegen so Distanzangriffe und Nahkampfangriffe, so wie das aussieht. Bin ich tatsächlich überfragt, ob ich das kaufen soll. Ich würde aber generell sagen, besser haben als nicht haben. Ja, rüsten wir es mal aus. Wir haben ja eh dieses baufreie Top. Das, Das sollte deine Beweglichkeit nicht hindern. ja, das Aussehen vorgibt.
So, Jägerbedarf, Werkbank. Zur Werkbank wollen wir noch einmal. Und dann geht's zu Demeter. Nicht schlecht, da gibt's eine Waffe, mit der ich liebäugele. Aber mir fehlen noch ein paar Medaillen. Ja, das ist schade für dich. Outfit-Upgrades. Kann ich auch das andere theoretisch? Nee. Ja, das hier kann ich upgraden. Ja, gegen Nahkampfschaden oder Pfeilschaden bin ich halt nicht mehr so robust. Zumindest kann ich das hier aber upgraden. Ja, ist jetzt nicht ideal. Munitionsherstellung. Ja, herstellen. Bitte alles. Und auch hier noch ein bisschen was von. Da noch ein bisschen was von. Das sollte ja hier weniger Ressourcen verbrauchen. Naja, Abriss, Präzisionspfeile, Häckseldinger, Feuerpfeile. Da brauchen wir auf jeden Fall auch bessere Stufen. So, auf die Sprengfalle bin ich, nicht die Sprengfalle, die Sprengschleuder bin ich auf jeden Fall gespannt. Und den Rest schauen wir uns einfach an. So, Waffen-Upgrades. Was kann ich upgraden? Meine Sprengschleuder zumindest mal auf eine Stufe, schätze ich. So. Und dann brauchen wir Grünglanzfragmente und Grünglanzansammlungen. So, Seilwerfer. Hoffentlich geht der ein bisschen höher. Tatsächlich. Pirschatan-Generator. Ein Glück haben wir den aufgesammelt. Das geht ja noch weiter. So, und jetzt brauchen wir Panzerschnapper, Panzerbolzen. Echt, das Upgrade-System gefällt mir diesmal deutlich besser als beim ersten Teil. So viele Möglichkeiten. Upgrade, Seilbeutel. Und Fallenherstellung, Munitions, Outfit-Upgrades. Also, ja, ich glaube, das war schon. Ja, ja, mir auch eine Ehre. So, alle Kategorien auffüllen. Dankeschön. Streit haben wir jetzt gar nicht mehr gespielt. Das gäbe es ja auch noch. Dieses eine Maschinenspiel. Oh, ist das echt ein riesiges Spiel. Also da haben sie sich ordentlich ins Zeug gelegt. Wo ist denn das Lagerfeuer? Lagerfeuer? Da hinten sehe ich es. Wird es aber nicht mehr als Lagerfeuer bezeichnen. Sondern eher als, keine Ahnung, Warn. Wie heißen diese Feuer? Nicht Warn. Ich hab keine Ahnung. Hä? Wir sind doch von hier schnell gerissen. Schnell gereist. Ernsthaft? Ja, die Markierung kann weg. Wegpunkt setzen, weg damit. Ernsthaft? Das Lagerfeuer ist... Achso, ich muss wahrscheinlich den Langhals, damit das hier... Oh, aber ich hab's entdeckt. Kann ich hierhin schnell reisen? Nee, natürlich nicht. Hä? Das heißt, das ist... Ja gut, dann mach mal erst das. Wegpunkt setzen. Wegpunkt entfernen. Ja, ja, Schnellreise. Ja, da hätte man unbedingt den Langhals wahrscheinlich gebraucht. Sonst Schnellreise auch nicht möglich. Interessant. Ich dachte, das, was ich entdecke, ist entdeckt. Ich kann versuchen herauszufinden, wo das Bild gemacht wurde. Nein, danke. Wir rufen jetzt erstmal so. So, bist du da? Ich bin am Grimhorn-Ort. Ja. Unterwegs. Und diesmal besser gerüstet. Schön, so. Dich zu sehen, Aloy. Das waren zwei Tagesmärsche für die. Die wirkt echt schlecht gelaunt gerade. Ich weiß gar nicht warum. Wir müssen doch einfach hier lang, oder? Mach ich das richtig? So. Ja, ätzende Springschleuder. Also, das ist Klebebomben. Klingt auch nicht verkehrt. So, Bolzen. Einmal nachladen. Ich mag mein improvisiertes Maschinengewehr. Da, die Grimhörner. Und nicht allein. Säure würde... Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Gut. Ja, das hat nicht viel gebracht. Ich probier's mit Klebebomben. Ich probier's gleich nochmal. So, hoffentlich klebt die jetzt fest.
Ich glaube tatsächlich ein bisschen. Das ist gar nicht so schlicht. Kann man echt viel taktisch machen. Ja, gerade so. Ich hätte mich jetzt erstmal mutig gemacht. Und dann würde ich mich nackig machen. Vielleicht schüchtert das meine Feinde ein. Habe ich nicht gesagt, ich lege mich nicht mit Maschinen an. Zumindest nicht in dem Stil. Alles gut bei dir? Guck, ich klebe ihn fest. So. Der klebt da. Jetzt kann man ihn doch viel leichter treffen. Ja. Nutze sie weise. Komm schon. Wieso bewegst du? Tück dich. Nein, ich will doch in den Tunnel da. Au. Echt wieder viel los hier gerade. Muss erstmal wieder Orientierung finden. Komm schon, geh doch einfach hoch. Na also. Oh oh. Schön auf den Hals. Auf den Hals. Gott, das gefällt ihm gar nicht. Kann ich verstehen. Wird mir auch nicht gefallen, wenn man das mit mir macht. So, Säure soll doch gut sein. Habt mir sagen lassen, Säure ist gut gegen euch, Dinger. Die Säure frisst sich in sie hinein. Und jetzt? Ja. Nicht bewegen. Ist gleich vorbei. Aber nicht für mich. Ja, ja, ich schieße auf alle Schwachstellen, die mir angezeigt werden. Komm schon. Wieso habe ich zu wenig Ausdauer? Die haben ja auch sowas Explodierendes da drin. Ja. Entspann dich und lass es hier einfach und schnell zu Ende bringen. Ja. Yeah. Ja, den Bums brauche ich unbedingt. Auf die Hörner, Eloy. Ah, shit. Mehr Munition. Die Hörner sind bestimmt irre wertvoll. Ja, chill mal. Versuchen ja doch gerade noch Hörner zu schnappen. Da fliegt das Teil. Au. Und das andere. Na also. So. Dir geht's nicht gut. Das finde ich sehr sympathisch. Aha. Und nochmal. Und da friert er ein. Kannst du mir helfen? Ja. Generell oder jetzt im Speziellen? Wieso bist du denn down? Aloy, hier. Ja, sofort. Was für ein Treffer. So, so wurde wiederbelebt. Hier, bitte. Bewegung hilft dir auch nicht. Ja, das würde ich auch behaupten. Wenn ich mich nicht bewegen wollen würde. Okay, der ist auch down. Nein, heute nicht. Na gut. Dann ein andermal. Viel Spaß beim Kämpfen so. So, erstmal hier die schönen Teile. Bündelwerfer. Aha. Ein Glück habe ich das rechtzeitig aufgehoben. Komm schon. Keine Munition. Wieso passiert mir das heute so oft? Das war die letzte. Das war die letzte? Na gut, viel Spaß beim Kämpfen, so. Hui, das sammle ich alles ein. Und dann hilft mal ihr mal weiter. Oh, da ist ja noch eine Waffe. Die wird gleich hilfreich sein. Alles, was ich nicht wehren kann, kommt her. Alles, was ich wehren kann, entscheidet sich mal um. Da oben haben wir doch noch einen. Beziehungsweise da. Ja, mache ich doch gut, oder? Hörner! Scheiße. Hörner!
Hörner. Sie haben uns gesehen. Wer hat mich gesehen? Getroffen. Ja, ich nicht. Jetzt habe ich sie auch getroffen. Ich höre auch nicht auf. Brauch die Bauteile. Kann man sich bestimmt was Schönes rausbasteln. Das ging schnell. Das ging schnell? Geschafft. Nee. Ja, alles ich bin, okay? bin ziemlich geschafft. Aber ich komme klar. Hast du die Kontrollkerne? Ja, nein. Frag nochmal in einer Stunde. Wieso ist jetzt wieder dunkel? Und was ist das? Bist du ein Kontrollkern? Flughornhorn. Ja, damit. Naja. Gib so die Kerne. Was ist denn da hinten schon wieder los? So, da hast du die Kerne. Bitteschön. Zwei Kontrollkerne, wie bestellt. Danke. Gaia zeigte mir, wie wir sie scannen und alles für den Neustartcode kriegen. Sehr gut. Ich gehe zurück zur Basis und fang an. Du machst es, ich leck meine Wunden. Hatten wir immer genug zu essen. Die Landgötter versorgten uns und wir feierten sie zu jeder Jahreszeit. Schön für euch. Aus diesen Zeiten habe ich schöne Erinnerungen. Glaubst du, wir können sie zurückbringen? Nein, alles wird immer schlimmer. Danke, Aloy. Bin ich Bob, der Baumeister? Jo, wir schaffen das. So, die braucht man nicht. So braucht vermutlich mehr Zeit mit diesen Kernen. Ja, wahrscheinlich. Sollte ich was anderes machen. Ja, mach mal ja auch. Wir looten jetzt zum Beispiel erstmal. Oh, oh, das geht ja tatsächlich noch hoch. Denke ich mal. Irgendwann demnächst. Ich mach mal einen kleinen Bogen darum. Nicht, dass das mich jetzt tatsächlich noch ausschalten sollte. So. Naja, Wüstenstachelhalm. Was bist du hier? Also, bisschen Kunst von den Tenakt. Ansonsten haben wir die Glocke ganz schön platt gemacht. Kann natürlich noch hier oben schauen, ob es was für uns zu grapschen gibt. Ansonsten gehen wir zum Standort von Demeter. Natürlich muss man vorbereitet sein. Deswegen sind wir hier und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Donnerkiefer-Areal. Nein, danke. Geht ihr jetzt hoch oder nicht? Das ist Pfeilverschwendung. Sie gehen noch hoch. Das ist ja praktisch. Weiß zwar nicht wofür. Hm? Was war da? Grün? Grünende Blüte. Wofür braucht man die? Auch für einen Färber. Okay, auf zu den Koordinaten. Aloy, mach doch sowas nicht. Irgendwann geht der da drüben auch hoch. Oder wir brennen das gerade kontrolliert ab. Das kann natürlich auch sein. Dann geht er nicht hoch. So. Ach, da war die Kiste. Die hat immer so leicht abgelenkt. Ach komm, das Stürmer-Areal. Und was haben wir hier? Grünglanz. Brauchen wir doch. Her damit. Ein Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Ich will nämlich die zwei Sachen noch hier aufdecken. Ja, ist ja gut. Stellt euch mal nicht so an. Ja, ganz schön mürrisch alle Kreaturen hier. Das ist bestimmt was Schlechtes gegessen. So, Stürmerareal. Check. Was seid ihr schon wieder für Dinger? Rollrücken. Sieht ein bisschen aus wie Rollmöpse, aber seid ihr wahrscheinlich nicht. Level 20 und... Nein, 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 nein. Was habt ihr für ein Level 22? Okay. Das wird ja noch gehen. Aber wir haben eine wichtige Mission. Mal wieder die Welt retten. So. Einmal nehme ich mit, zweimal nehme ich mit, dreimal nehme ich mit, viermal nehme ich mit. Donnerkiefer, welches Level? Säure sollte bei dieser Maschine helfen. 30. Sollte man schaffen? Das könnte man schaffen. Oh,
Nagetierpilz. Präriehund, das brauchen wir doch. Säure könnte helfen, okay. Der macht doch ordentlich Schaden. Ich glaube, das kriegt man hin. Und Mut. Achso, das ist ja zum Markieren jetzt. Und wie markiere ich die? Bauteil absprengen. Bauteil absprengen. Das soll doch eine Explosion hervorrufen. Ah. Komm schon. Ohne seine Maschine da oben ist er nix. Und noch die Backenwaffen. Aber wir machen ganz gut Schaden. Keine Munition. Kurz mal nachladen. Komm schon. Ich dachte, wir erzeugen mehr Explosionen. Ja, ist ja gut. Ich weiß, das gefällt dir ganz und gar nicht. Hey, nicht zurückschießen. Das gefällt mir jetzt nicht. Weiß nicht, ob mir diese Mutaktion besser gefällt als mein erhöhter Schaden. Weich doch in eine bessere Richtung aus, Aloy. Säure. Säure. Einmal noch. Du bist immer noch nicht versäuert. Komm schon. Wieso weigert er sich hier Elementarschaden zu kriegen? Ach, vielleicht hat er das konstant und nimmt wieder ab. Das kann natürlich auch sein. Wir kriegen ihn trotzdem. Wo bist du besonders empfindlich? Wieder mal am Schwanz. Oder am Fass. Lass doch sowas. Schwanz. Schwanz. Oh, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. So langsam wird es ja was. Grünglanz und unsere große Beute. Ja, damit. Aber auch nur Kristallgeflecht war da drin. Das ist jetzt gar nicht mal so wertvoll. Das kriegt man auch von den deutlich kleineren Maschinen. Ja, ein neuer Stein für mein Inventar. Die Hellpflanzen nehme ich schon lieber auf. Ich glaube, da haben wir ihm die Waffe weggeschossen. Die sehen wir uns gleich noch an. Ja, ja, Munitionstrommel, alles sehr wichtig. Kühlsaft. An so einem heißen Sommertag gibt's nichts Besseres als Kühlsaft. Ja, da sind tatsächlich die zwei. Meine! Hui! Oh, da wären Krallenschreiter. Da ist doch die andere Waffe. Dann wollen wir den Krallenschreiter auf dem Weg zu dem Meter auch noch ausschalten, weil von dem brauchen wir noch ein paar Bauteile. Wenn ich mich nicht irre. So, wir haben 4 Discs. Das sollte doch für was reichen. So. Wir haben es gar nicht. Oh, ihr seid 3 Stück. Ist egal. So, einen haben wir zumindest erledigt. Falle. Erwischt. Und ich selber auch noch. Falle. Komm schon, Aloy. Falle. Au. Lasst es mal. Also, die sind gerade relativ einfach zu besiegen. Ich sag ja, wir machen Fortschritte.
Die sind so viel besser geworden. So, was brauche ich eigentlich von dir? Glaub deinen Schwanz, diesmal aber ohne Witz. Naja, den einen Hammer schon. Letzter Schuss. Ach, dann nehmen wir doch den Speer. Komm her. So viel dazu. Nachcraften. Nur noch 4000 Metallscherben, das waren doch gerade 7000. Habe ich so viel gekauft oder so viel Pfeile verballert? Komm schon. Du bist doch nur noch hier ein Schatten deiner selbst. Hör auf zurückzuschlagen. Deswegen sollte man keine böse Maschine sein. Lieber eine nette Maschine. Die werden auch am Leben gelassen. Meistens. Ja, ja. Ungenutzte Spulen. Ich weiß. Rohstoffbehälter. Ja, die Warnung muss jetzt nicht ständig dran stehen. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, das glaube ich auch. Legendär. Ja, damit. So. Ja, der Klingenschweif vom Krallenschneider, den braucht man jetzt bestimmt. Ansonsten Health-Item. Fortgeschrittene Säurefalle. Ja, kann mir auch Situationen vorstellen, wo die sehr nützlich sein können. Haben wir hier noch irgendwie was Besonderes da unten? Wenn nicht, gehe ich einfach kurz zum Lagerfeuer, das hier doch gerade irgendwo noch war. Speichere nochmal kurz ab und dann ab zu den Koordinaten von Demeter. Diesmal ohne weitere Ablenkung. Hoffentlich. Ich verspreche nichts. Aber ich gebe mir Mühe. So, einmal schnell speichern. Dann kann mir zumindest den Dornrückenkill niemand mehr nehmen. So, nehmen wir mit und... Boah. Ab dafür. Ja, müssen den Weg wahrscheinlich ein bisschen lang laufen, obwohl wir können ja klettern. Dafür sind wir ja mobil. Solange uns die Felswände raufklettern lassen, aber das sieht ja hier relativ gut aus. So, da ist noch ein Lagerfeuer. Können wir zumindest vorbeilaufen. Das ist aber auch eine riesige Maschine. Oh nee, lass mich in Ruhe. Will nicht gegen euch kämpfen. Wollt nur das Lagerfeuer aufdecken. Ja, ist ja gut. Chillt mal. Einfach mehr chillen. So, das Lagerfeuer ist auch entdeckt. Das ist wunderbar. Rebellenlager. Würde ich erstmal vielleicht aufdecken, aber ignorieren. Ich bin jetzt nah dran. Offenbar haben Tenakt-Rebellen die Ruinen eingenommen. Was machen die hier? Todbringer. Eine Uhr. Ja, da will ich jetzt aber gerade nicht hin. Ich habe tatsächlich ein bisschen eiliger. Kann nicht schon wieder hier 3 Folgen brauchen, um zu den Koordinaten zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Zumal wir vorhin so knapp dran waren. Das heißt, diesmal macht man wirklich das mit den... mit Demeter zuerst. Die Rebellen laufen ja nicht weg. Die töten wir früh genug. Nein! Entschuldigung. Da habe ich meine Windows-Taste gedrückt. Ja, Aloy, da würde ich nicht mehr bauchfrei rumlaufen. Schlechte Kleidungswahl bei dem Wetter. Danke, genau da wollte ich hin. Hast es mal wieder richtig erfasst. So. Hey, irgendwie ist das gerade nicht mehr richtig zentriert, mein Charakter, oder? Jetzt geht's wieder. Eule. Ziege. Du lebst ja noch. Ein Haufen Trümmer. Was ist hier passiert? Was passiert hier gerade? Das sollte ich mir ansehen. Oh. Ja. Wer kämpft hier? Böse Rebellen. Gute Rebellen. Gegen die Hörner. Hörner. Scheiße. Mut. So, jetzt schauen wir mal, ob die wirklich explodieren. Vorhin gab es ja zumindest eine Explosion.
Ja, nicht die Art von Explosion. Was macht ihr hier? Und schon wieder Munition verballert. Ich sollte mich umsehen, bevor ich weitergehe. Wie markiere ich die jetzt? Irgendwas mache ich noch falsch. Glaube ich. Na gut. Explodiert sind sie irgendwie. So. Stufe 30. Ja, damit. Wieso sollte ich mich jetzt unbedingt umsehen? Was gibt's hier so Spannendes? Die Meta klingt doch viel spannender. Da ist wieder so ein Nabelschwein. Servus. Okay. So. Ich sollte mir die Trümmer ansehen. Ja. Was mache ich denn gerade? Ich sammle die Trümmer doch auf. Können wir später im Labor analysieren. Halt doch mal die Schnute. Was für Trümmer? Was für Trümmer? Aloy. Ich sollte mich umsehen, bevor ich weitergehe. Was? Was sollen wir uns ansehen? Was bist du denn? Die Jagd ist schneller vorbei, wenn ich Plasmamunition einsetze. Westruhstoff. Das höre ich gern. Ja, ich bin von dem Meter abgelenkt. Ah, die Folge geht so lang, bis wir da hinkommen. Das werden wir heute auf jeden Fall machen. Komm schon. Auf den Schwanz. Und in die Eier. Na gut, nicht wirklich Eier, aber das Maschinenäquivalent davon. Boah, geht mir heute auf die Munition aus. So, ich stirb. Ausgewichen. So, ihr vertragt doch bestimmt Klebstoff. Du klebst ja noch nicht ganz. Jetzt klebst du. Ja. Kleben ist gut. Wenn du klebst, treffe ich besser. Sag ich doch. Ausgewuchen. Ausgewichen. So. Dann wollen wir hoffen, dass ihr den Quest-Rohstoff habt und das nicht nur Metallscherben sind. Ja, schrei doch nicht so. Sind doch nur kleine Holzpfeile. Da ist ja noch einer von den unsympathischen Kerlchen. Kann ich dir mit Säure vielleicht einen verpassen? Vielleicht nicht. Dann probier mal so. So, Schwanz. Und Feuer. Und Säure. Und Scheiße. Das letzte Element war Scheiße. Ja, hör mal auf rumzuflennen. Dankeschön. Ui. Und was habt ihr jetzt für mich? Ah, Elementar Krallenschleiter Zirkulator. Haben wir für irgendeinen Händler anscheinend markiert. Wir müssen tatsächlich mal schauen, dass wir... Achso, das sind die Säurebombenwerfer. Das nehme ich mit. Ja. Auch funktioniert doch eigentlich ganz gut. Dann machen wir gleich nochmal. Da ist hier noch einer. Ne, wir müssen mal versuchen, unseren Hauptbogen abzugraden. Da geht noch so viel.
nicht im Wasser sterben. Also immer so schwierig, an den Loot zu kommen. Ja. Das geht noch. Lachs gefangen. Eine Lachshaut. So. Dann noch ein Lagerfeuer. Boah, ey. Nee. Liegt nicht auf dem Weg. So langsam muss ich mich mal zusammenreißen. Jetzt will Aloy wieder irgendwelche Trümmer scannen. Und ich habe keine Ahnung, was er damit meint. So viel andere Trümmer habe ich nicht gesehen. Hast du schnell gespeichert? Jetzt hast du schnell gespeichert. Hat doch irgendwas gefehlt, das wusste ich. So, weg mit dir, du Dickhornschaf. So, servus, Leute. Nochmals. Danke für die teilweise Hilfe da hinten. Okay, ich sollte mir die Trümmer ansehen. Welche? Die da. Gut. Dachte, das wäre hier einfach architektonischer Stil. Architektureller Stil. Architektonisch? Nee, das. Holzmaske. Wer hat die denn aufgehabt? Meine Schnarchmaske. Irgendwas ist hier durchgekommen. Ich könnte dieser Trümmerspur den Berg hoch folgen. Ja, ja, irgendwann anders. Bebenzahn-Areal. Ah, Elefanten in freier Wildbahn. So, wo muss man überhaupt lang? Schon irgendwie eher hier den Weg. Der ist hier so ein Rüsseltier, das ich ignorieren werde. Wenn wir es ignorieren können. Ist das Schwarze das Eis? Dann könnten wir ja da einfach rüber. Vielleicht sollte ich eh mehr Luftlinie laufen. Hui. Oh, die rutscht gar nicht. Das wäre noch schön, wenn sie das irgendwie eingebaut hätten, dass es so leicht rutschig ist auf Eis. Oder dass es sie mal voll auf die Fresse haut. Goldene Blüte. Her damit. Das bringe ich später einem Färber. Ja, ganz bestimmt machen wir das. Jo, irgendwo da oben kommen wir ja auf die andere Seite. Doch nicht mit den Säurepfeilen. Haben wir denn gar nichts gelernt? Mit Säure vergiften wir das schöne Fell. Ja, deswegen kriegt man jetzt auch nur das Fleisch. Was immer noch sehr reichhaltig ist. Das ist ein Fragezeichen. Und hier komme ich tatsächlich hoch. Wieso ist das da oben dunkler orange? Wegen der Beleuchtung? Ah, das geht anscheinend. Wir kommen hier auch hoch. So, dann bin ich mal gespannt, was da oben auf uns wartet. Ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg zu Demeter. Hoch mit dir, nicht runter. Hoch! Du kommst doch da hoch. Na gut, wenn du die grüne Blüte haben willst. Aloy? Aloy? Hallo? Hat sich gerade nicht mehr bewegen lassen. So kurz vorm Gipfel. Aloy! Na gut, C drücken und springen. Hilft ja alles nichts. So, die Meter da unten. Fragezeichen hier. Vielleicht nochmal eine Brutstätte? Wir werden es ja gleich aufdecken. Irgendwann. Oder auch nicht. Hallo? Höhle. Unbekannte Höhle. Hui. Hallo? Was ist hier drin? Aloy, da will ich jetzt nicht rein. Versunkene Höhle. Dankeschön. Hat ja ewig gedauert, bis das angezeigt wurde. So. Hier mit dem guten Fell. Mit dem Uso-Fell. Ja, beziehungsweise mit dem Knochen. Bei manchen ist es Fell, bei manchen sind es Knochen. Was bist denn du? Eine Rieseneule? Du warst eine Rieseneule. Ah, so gutes Zeug hast du nicht. Gleich haben wir Fleisch. Ja, bisschen. Bisschen Wildfleisch. Oh, nicht schon wieder Sonnenflügel. Da gab's zu viel in der letzten Episode von. Das dämpft den Fall.
Ja, solange du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Ich will aber weiter gleiten, Spiel. Den Tipp muss mir jetzt nicht einblenden. So, den gehen wir ein bisschen aus dem Weg. Und dann haben wir es tatsächlich annähernd geschafft, in die richtige Richtung wieder zu kommen. Hui. Glaubt, das zieh mal durch, ohne Zwischenlanden. Hui. Wie gesagt, wird die paar mehr Bohnen essen, hätten wir auch wieder ein bisschen was, was uns Trust vom Arsch nach vorne gibt. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. So, hier ist jetzt der Unterschlupf auf dem Teilberg. Oder was das war. Hoffentlich deckt man den noch auf. Ja, muss man wahrscheinlich runtergehen. Ui, gerade so. Unterschlupf. So, ich würde aber tatsächlich wieder sagen... Was machst du jetzt? Achso. Genau, ich würde sagen... Zeit vergehen lassen. Bis zum Morgen. Irgendwie spiele ich nicht mehr gern bei Dunkelheit. Das liegt an den Augen. Nee, die Welt sieht einfach deutlich geiler aus bei Tageslicht. Und ich habe gesagt, bei der Episode gehen wir auf jeden Fall noch zu Demeter hin. Also nicht zu Demeter, aber zumindest zum Eingang. Sonst dauert das ja wieder. Das sind noch 200 Meter, da kann ich ja in jede erdenkliche Richtung abgelenkt werden. Und dann dauert es wieder fast eine Episode hinzukommen. Deswegen bereiten wir uns für nächste Episode noch vor, indem wir jetzt mal dahin watscheln und den hoffentlich richtigen Eingang finden. Demeter, Gott des Waldes. Irgendwie so. Nein! Verdammt! Beinahe wäre mal draufgegangen. Nicht schießen! Ich will nicht kämpfen! Die Barbarin ist festgenagelt. Vorrücken! Was heißt hier Barbarin? Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Glaube ich auch. Mach mal so fertig. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Wenn keine Gegner mehr da sind, müssen wir auch nicht mehr an ihnen vorbei. Beschützt den Ort! Tötet sie! Wieso ist der Ort euch wieder so heilig? Tja. Und ihr hört mal auch mit den unfairen... Achso, da kann ich drauf schießen. Ah, Feuerpfeile habe ich nicht. Probier mal so. Ah, klappt auch. Brenne! Der ist relativ unbeeindruckt davon. Das finde ich sehr cool. Ich halte doch durch. Au. Na, so viel Loot werden die nicht haben, oder? Oh, ein paar Metallscherben. Kann man ein Pfeil mehr machen? Ja, du brennst ja immer noch. Jetzt hat's aufgehört. Wo seid ihr denn? Oh, da oben liegt was Legendäres. Da kommen wir auch hoch. Hui. Ich hoffe, es ist nicht nur wieder eine alte Skulptur. Die hat nicht mal so viel Geld gebracht. Für unsere Ahnen! Was können eure Ahnen dafür, dass ihr dumm seid? Oh Mann, eine alte Skulptur. Beschützt den Ort! Tötet sie! Na, töte dich selber. Diese Leute. Und warum sind sie auf Blut aus? Wer waren diese Leute? Falls noch mehr von denen kommen. Warum? Laut Gaia muss es irgendwo hier drin sein. Oh Mann, alte Skulptur. Ich freue mich ja so. Oh. Dann schauen wir uns mal um, wa? Demeter, wie steckst du? Vielleicht da runter? Hui. Fast Biotech. Das klingt doch richtig. Ein altes Büro. Mein Büro sah damals nicht so aus. Weiß nicht, was Aloy für komische Vorstellungen hat. Kann man das Tor nicht irgendwie öffnen? Für später als Fluchtweg? Nö. Anscheinend nicht. So, was haben wir hier? Truhe. Brauchen wir alles. Das Treibhaus. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Ja, ja. Schönes Treibhaus. Data Core, da will ich hin.
Klingt doch richtig. Eine Metallblume. Nein, da kommen wir ja nicht durch. Hinter dieser Tür sein, aber diese Ranken blockieren. Jetzt lernen wir endlich, wie man hier durchkommt. Wenn ich nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Ja, scheiße. Nicht stoßempfindlich, Spezialausrüstung braucht man. Ach komm schon. Ich dachte, wir werden die endlich los. Ja, kann trotzdem noch passieren. Und zieh! Echt cool, dass die Leute solche Metallelemente da in fragile Mauern gebracht haben. So, was haben wir hier? Vorratskiste. Und hau mal hier ein bisschen drauf, bitte. Ich dachte, hier geht's doch. Ach, brauche ja auch einen Zugwerfer. Festhalten und zieh! Und jetzt ohne viel Trara noch nach oben. Da geht's doch weiter. Aloy, falsche Seite. Hier ist die Öffnung. Man muss sich immer auf die Öffnung konzentrieren. Ein Raum ohne Ausgang. Das ist beim Sex genauso. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Ah. Ein Protokoll. Bestimmt UDP. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Schau wieder. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aha. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Efeu ist doch auch so eine Wucherpflanze. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Genau, das ist Ziel der ganzen Sache. Dem Efeu hinterher. Und wie komme ich hier jetzt raus? Über den gleichen Weg, wo wir reingekommen sind. Können wir Gaia nicht dazu rufen? Das wäre doch der perfekte AI-Assistant, der uns immer gerade über unseren Fokus eigentlich helfen könnte. Das wäre schön, hätten sie das eingebaut. Gut, Datenpunkt scannen. Kiste mitnehmen. Feinde ausschalten. Die haben es jetzt nicht mitbekommen, dass ich das hier aufgemacht habe, oder? Hier kann ich nichts machen? Nö. Wo sollte ich raus, Aloy? Ich habe nicht aufgepasst. Ah, da. Abseilen. Es gibt eine sicherere Methode, das zu machen. Ich könnte die Soldaten leise ausschalten. Wieso? Was hat die immer mit ihrem leise Ausschalten? Wem bringt das was? Die sind danach eh alle tot. Du hast ein schönes Schwert. Hättest du mal einsetzen sollen. Irgendwer noch hier? Wer will aufs Maul? Ihr wollt alle aufs Maul. Das muss die Fremde gewesen sein. Was? Welche Fremde? Wer? Du hast ein Problem. Auch nicht gemeinsam. Einer nach dem anderen. Kriegen zurückschlagen, habe ich nichts. Ach, da. Ja. Grüß deine Ahnen von mir. Nein, nicht schon wieder ein Stein. Wenigstens habt ihr hier schönen Loot. So. Biere. Metallscherbe. Ja, 11 Stück. Das sind fast 2 Pfeile. So, Werkbank hätten wir hier auch noch. Kann ich die verwenden? Na, läuft doch. Outfit Upgrades. Noch nicht, okay. Munitionsherstellung. Einmal den da. Einmal den da. Einmal den da. Dreimal die hier. Die Klebepaste. Ja, das ist super. So, was auch immer das war.
Häcksler. Passt. Ich glaube, das passt. So, dann können wir uns noch schön kurz umsehen und dann geht's in Eingang. Eingangsbereich. Irgendwas, was Eingang schreit. Oder muss ich hier was durchsuchen? Auf jeden Fall die Sachen, die guten Loot drin haben. Berserker Jägerpfeiler. Pfeiler? Pfeile. Okay, was haben wir hier? Hohe Salve. Niederschmetternder Schuss. Auch nicht schlecht. Bestätigen. Ja, ja. Schauen wir uns an. So, die sammeln wir auch noch ein. Und dann, mit bisschen Glück, liegt doch hier was rum. Außer im Bärenbusch. Echt? Muss ich da wieder rein? Doch, wenn... wo bin ich denn gerade rausgekommen? Hier. Ach, bei der Tür, die ich am Anfang aufmachen wollte. Jetzt ist sie offen. So, da ist Oak. Das ist aber kein Efeu. Wo Efeu? Hey, da steht ja noch einer. Was? War das diese Fremde? Das ist also der niederschmetternde Schuss. Beschützt den Ort! Haltet sie! Okay, wir müssen wieder umschalten. Ich weiß jetzt, was der niederschmetternde Schuss ist. Und dreifacher Schuss ist mir im Moment lieber. Keinen Schritt weiter, Barbarin! Sakrat der Richtige. Wer schießt hier mit starken Waffen? Ich wünschte, diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ja, Pech für sie. Ich muss irgendwie aus diesem Hof. Hui! Aloy, wir haben doch hier den Eingang. Ja, einfach nur umdrehen. Oh, da ist Efeu hinter uns. Wir haben es gefunden. Hallo? Jemand zu Hause? Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann... Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ist es noch eine Aloy? Ich gehöre zu den Auserwählten. Nee, wahrscheinlich nicht. Den Quen. Hallo, Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis. Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Oh, die nervt mich ein bisschen. Und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Ja. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Alva, halt doch mal die Backen. Vielleicht können wir uns unterstützen. Muss nicht. Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Die Ostexpedition existiert nicht mehr. Fangen wir von vorn an. Tut mir leid wegen deinen Freunden. Was Nützliches gefunden. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Die wird mich bestimmt jetzt hinterrücks erstechen wollen. Ich wäre vorsichtig. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. So, TH, Efeu fängt doch mit E an. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber ich kann Sinn. Sie mit dir teilen. Sie teilen? Ja.
Ich schicke dir einen Facebook-Link. Du siehst das Verlorene und Verbotene. Das ist doch nicht weder verboten. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Mhm. Da, dort muss PDF 2. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Nein, Geröll. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Ja, freut sich aber einer. Sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Ich scanne hier mal was. So, ja, dann drück mal Patscherchen auf Patscherchen. Dann mal los. Ich folge dir. Ich folge dir. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Nein, ich hab dir den Weg gezeigt. Hui. Ich soll mit dir mitkommen? Warum nicht? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Ey, Leute, hört dich gerade nicht. Wieder zwei Wege, die so interessant aussehen. Der Karte nach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Bin schon voraus. So. Fassbar, dass du uns reingebracht hast. Ja, gern geschehen. Angst, länger mit den Soldaten dort bleiben zu müssen. Alles gut, die Soldaten sind alle tot. Die Barbaren abschlachteten, die sich näherten. Als ob es ihnen gefallen hätte. Die meisten meines Volkes sind anders. Versprochen. Ja, ja, ich glaub dir mal. Okay. Feuer! So. Tja, das war laut. Jo, macht ja nichts. So, scannen. Neuer Datenpunkt und Kiste. Echt, ich bin jetzt wegen dieser schäbigen Kiste hier reingegangen. Rausgeben. Ja, es gab noch rechts einen. Hui. Ah, das ist mir wieder die Feuchtigkeit da in den Nacken getropft. Was in der Wand? Hä? Was laberst du? Hier war man doch noch nicht. Oh. Nur ein altes Metallauge. Und was suchst du in welcher Wand? Das hast du da hinten gesagt. Mist. Oder hat sie das zu den Metalldingern gesagt? Ich weiß es doch nicht. So. Haben wir hier was übersehen? Aloy, einer deiner hilfreichen Kommentare. Was ist das da in der Wand? Dankeschön. Was in der Wand? Ah, da hinten. Dann zeig doch auch richtig drauf. Und die andere könnte mal mitziehen. Aloy? Zieh. Hä? Danke. Nochmal. Bin ich bescheuert? Will nicht. Ernsthaft? Es muss doch einen Weg rausgeben. Anscheinend nicht. Jetzt! Jetzt macht's es! Hier durch. Dankeschön, Aloy. Wir haben es ja endlich geschafft. Wir hätten auch das Geröll hier wegziehen können. Die tropfende Soße da. Bestimmt ziemlich unangenehm. So, noch schlaue Ideen, wo wir hin müssen. Anscheinend hier lang. Das sieht richtiger aus. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Ein Glück bin ich so gut im Kartenlesen. Ach. Oh, Goldbarren? Sie sind wohl falsch abgebogen. Hoffentlich sind die viel wert. Ich freue mich drauf, wieder oben zu sein.
Ja, alles fühlt gut. Sich wie ein Grab an. Ja. Aber wir müssen hier ja auch was ausgraben. Und zwar Demeter. So, hoch mit uns. Nochmal sie wieder nach unten. Öffne die Luke. Hallo, Freunde der Sonne. Schön hier. Nicht mehr schön hier. Was ist denn das für eine Fledermaus? Das kann nicht gut sein. Sie fliegen mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen, warum. Wussten warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Ah, immer schön der Aloy nach. So, ich würde aber tatsächlich sagen, reicht das jetzt für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.